Bin ich aber gespannt, ob ich mich ja irgendwann nochmal treffe. Echt jetzt? Ich muss die Brücke einmal so machen und einmal so machen, damit ich hinkomme oder so. Ah! Zugriff verweigert, Blockade festgestellt. Ja. Beseitige Blockade, um Zugang zu erhalten. Denkt nach einem Plan. Granate. Achso, das ist ein Funkuhr. So. Und Durchgang frei. Der so ein komisch lacht. So, eine Fragma-Granate. Ein menschlicher Leichnam. Feuer. Eine eingefrorene Kamera. Munition von meiner Schleuderkanone. Dinge fliegen hier anscheinend relativ unkontrolliert herum. Systems activated. Egal, ich schalte die Brücke um und dann verschwinden die Dinge. Kann ich da einen übersehen? Ja. Hier ist Käfer.
Waffe wollte ich gar nicht haben, die wollte ich haben. Why are you doing this? Hab nichts besser zu tun. Deswegen tue ich das. Nein, bitte, spiel mir das vorschreibt. So. Dem habe ich noch dran gedacht, hey, jetzt wäre noch ein Speicherstand nicht schlecht, weil meine Munition nicht mehr. Welcome to Intex Systems. Und da ist doch schon einer. Ding, 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 ding. Ich hole mir noch mehr die Effekte und dann noch kleine dazu. Und speichern. Ich muss ja jetzt das andere Schiff abkoppeln, damit unser Schiff nicht aufschlägt. Wobei ich auch nicht weiß, wie lange da noch Zeit ist. Ja. Oh, Geld. Power overload. Systems malfunction. Door offline. Okay. Leute, Energie, Ja. Reserve Energie bedient wird. Power rerouted. Wohin? Nein. Hauptenergiekonsole. Systems activated. Okay. Seit wann kann ich mit kleinen Reli-Packs gleichzeitig nehmen? Beim Schießen. Systems online. Door online. Die Tür ist online. Okay, ich hätte auch den nehmen können. Munition jetzt fallen. So, jetzt ist die Tür online, so. All those people dead. I did try to help. They just didn't fit in my plan. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik soll Druck verbreiten. Aber das macht sie ja schon die ganze Zeit. Muss sein, wo es so flackert, ja. So hat er mir das angezeigt, hier ist doch nichts. Muss ich auf einmal hier links gehen, ja? Look inside your own dark heart, Conrad. Oh, oh. Nope.
Okay. Hält. Alles mitnehmen, was da ist. Komm. Oh, Sektor A, Schlüsselkarte und ein Speicherpunkt. Welcome to Intex Systems. Ja, ich hab mich verklickt, danke. Mir leid, dass meine Maus nicht so schnell läuft, wie du es gerne hättest. Okay. Genau, zwei große Minivacs. Thank you for choosing Intex. Ja, ich muss ihn nochmal choosen, denn ich hab vergessen zu sprechen. Welcome to Intex Systems. Security level authorized. Oh, Conrad, you poor fool. Okay, da komme ich wohl auch nicht durch. Ich muss hier doch nichts sammeln, ich muss einfach nur durchgehen. Ja? Yeah.
Okay, jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Und ich bin gespannt, was da in der Mitte so scannt und ich anscheinend abschießen möchte. Und ob ich den irgendwie von hinten erledigen kann. Hier ist noch ein Mensch, hier Leichnam. So langsam soll ich mal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Scheinbar muss ich hier wirklich gerade raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Don't have to do this. Okay. Bum bum. Ach, jetzt falle ich auch noch runter oder was? Ah, funktioniert überhaupt das mit diesem gottverdammten Schiff? Okay, Hull Breach. Was mache ich gerade? Warum? Naja, okay, jetzt muss ich warm und gehen. Das hier. Auch eine schöne Sequenz.
Was sagt er denn immer so? Okay, Sequenz. Life support systems operational. Okay. Auf zur zerbrochenen Rohrleitung. Muss hochklettern, denke ich mal. Na dann. Hoffentlich schaffst du es. Frage wie diese, genau dafür bin ich zum Ingenieurskorps gegangen. Okay, das war eine interessante Zwischensequenz. Ich bin fast da, Mia, halte durch. Mia, hast du empfangen? Soon I'll be able to give humanity the greatest gift of all. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr viel zu retten, oder? Korrumpiert, das war's. 46 Minuten, 47 Minuten. Viele Kills gemacht, viel erlebt. Und weiter. Ja, es bleibt ja eigentlich nur noch der Nachspann, oder? Are you still alive, Comrade? Most impressive. You must know, I've spent hundreds of years alone here, Comrade. Alone, that is, except for my pets. Waiting for one like you. One who could understand. We have much in common, Comrade. We were both once great men, reduced by grief. Shadows for who we once were. But we can save each other. And all you have to do is nothing. Mainframe deck self-destruct nodes armed and active. I know you, Comrade. You don't want to do this. I've pinged Mia's memory bank. Do you know she pitied you? A synthetic pitied you. How does that feel? Be honored by my pity, Comrade. I've transcended the synthetic and the mortal. I can give you immortality, Comrade. Think of it. You could live forever. The longer one lives, the more beautiful life becomes, Comrade. Imagine. Choose life, Comrade. Flesh is the only true wealth. Why burn the bridge when you can cross it into paradise? Comrade, what do you say? Cross this.
Und Alien 3. Und Alien Breed 3. Und Alien Breed 3. Descent ist bald erhältlich. Nur hoffe ich, dass es auch Descent heißt. Ja, Team 17 Software hat Alien Breed 2 Assault. Ein wunderbares Spiel, was mir wirklich Spaß macht, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wieso, weil ich sonst normalerweise solche Spiele nicht mache. Und trotzdem werde ich den dritten Teil demnächst auch nochmal spielen. Ich fand's wunderbar. Ja, diese großartigen Menschen haben dieses Spiel gemacht. Ein bisschen rumrennen, ein bisschen schießen, ein bisschen Dinge andrücken, viele Leichen durchsuchen. Und was man nicht noch so alles wie in dem Spiel macht. Ja, also wir sind auf die in diesem Teil von dem anderen Raumschiff, das wir zerstören mussten, zu unserem Raumschiff zurückgekehrt. Also eigentlich müssen wir es zerstören, damit wir das groß werden und wieder nach Hause fliegen können. Aber irgendwie hat sich die KI von dem anderen Schiff bei uns eingenistet. Das wird ein interessanter dritter Teil. Ja, Alien Breed 2 Assault von aus dem Jahr 2010. Team 17, ich danke euch. Unreal Engine. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und hier gibt es noch Dank an besondere Menschen. Wie zum Beispiel diejenigen, die den Originaltitel gemacht haben. Ja, wie gesagt. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Teil. Danke fürs Spielen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke den Beta-Tester, dass sie so viele Fehler gefunden haben, dass ich keinen mehr gefunden habe. Und wünsche noch viel Spaß weiterhin im Internet.